Dann sind wir da in Pavoyach im Prägrauten. Beim Scheibenschlagen. Scheibenschlagen ist seit letztes Jahr bei uns UNESCO immaterielles Weltkulturerbe. Da haben wir heute wie bei der Wassergenossenschaft machen wir das Pavoyach. Die letzten Wochen haben wir Scheiben gemacht. Die Scheiben haben wir ungefähr 1000 Stück, was wir brauchen. Die werden das Feuer riechen gehabt mit einem Wachtler. Die Kinder machen das schon gewaltig da hinten, die starten schon einmal. Die Wachtler müssen die Haseln stecken sein, weil sonst funktioniert das nicht recht. Die müssen sind nicht schon energetisch gut, da muss man Haseln noch haben. Das Brauchtum gibt es auch in mehreren Orten, in Tirol. In Nordtirol dafür wird das auch viel gemacht, aber speziell im Winter zur Faustenzeit. In Landeck, wo es auch mit uns zugleich immaterielles Weltkulturerbe ernannt worden ist, Landeck und Flirsch. Deshalb haben sie Zirbenscheiben. Wir machen das aus einer Zirbenbrete aus. Und bei uns haben wir halt ganz normale Feuchtenbrete, die wir da rausschneiden. Das ist natürlich nachher, wenn es Nacht ist, schaut das nochmal ganz viel cooler aus, wenn die brennenden Scheiben durchgeschossen werden. Das macht super Bilder und schaut natürlich ganz cool aus. Die Scheibe wird, zuerst wird der Wachtler natürlich gespitzt. Nicht? Dann wird bei uns die Scheibe draufgesteckt auf den Wachtler, fest, dass das hält. Die angeschrägten Seiten vor, nochmal unrucken. Dann wird die Scheibe ins Feuer gehalten, bis sie wirklich glühend und kröt ist. Dann tut man nochmal schauen, ob sie geht, aber Wachtel. Ah, oh, wird schon gehen. Thank you.